Einen wunderschönen guten Abend zu Aufnahmezeitpunkt. Ich bin hier in meinem Zimmer, wie ihr sehen könnt, und ich habe dabei den Christian im Discord am anderen Ende der Leitung. Guten Abend, Christian. Moin Moin und hallo, willkommen zum Newscastle. Ach nee, das ist was anderes. Falsch, Christian, falsch. Nein, Christian und ich sind leidenschaftliche Magic-Spieler und deswegen haben wir uns sehr darüber gefreut, dass es dieses neue Magic the Gathering Arena hier gibt. Und das hat seit November ein Freundesfeature, mit dem man jetzt endlich gegeneinander spielen kann. Das Ganze ist schon seit Dezember oder 2017 oder Januar 2018 in der Alpha, ist jetzt seit ein paar Monaten in der Beta, wird jeden Monat um neue Features erweitert. Im Moment ist nur der Standardblock drin für die Leute, die das kennen. Und wir haben uns gedacht, wir zocken heute mal eine Runde gegeneinander. Das geht hier über diesen Play-Button. Nee, nicht über den Play-Button, sondern hier oben über die Schwerter. Da muss man nämlich gegenseitig seine Namen eingeben, um sich zu matchen. Christian, hast du dir schon ein Deck ausgesucht? Ich habe mir ein Deck ausgesucht, mit dem ich dich platt machen werde. Man muss dazu vielleicht sagen, dass du voll der Profi bist und ich würde mich als erweiterten Anfänger bezeichnen. Erweiterten Anfänger, das ist aber nett ausgedrückt. Ja, also ihr könnt hier in dieser Deckübersicht könnt ihr sehen, hier oben, das sind Decks, die habe ich mir alle selber gebaut. Die sind nicht alle so gut. Hier das Yesky Tournament Deck, da mache ich jetzt auch diesen Monat an einem Turnier mit auf Reddit tatsächlich, mit einem vollen Sideboard und sowas, da habe ich schon richtig Bock drauf. Es gibt aber auch für Anfänger ein paar Quests, die erstmal hier so Single-Farben-Decks freischalten und dann auch ein paar Decks mit Doppelfarben. Das sind dann alle Kombinationen, sind dann glaube ich möglich. Schlagt mich bitte nicht, wenn das nicht stimmt. Der Christian hat sich schon eins ausgesucht und ich nehme jetzt auch eins, damit es fair bleibt, Christian, ne? Nehme ich auch eins von diesen vorgefertigten Decks. Ich weiß aber nicht, das muss man wirklich sagen. Anders als bei Magic in echt ist das halt bisher, ich habe keinen Cent ausgegeben. So, ne? Und ich kriege jeden Tag gefühlt ein neues Deck von denen und es macht halt immer Spaß, weil es sind jetzt auch nicht komplette Graupendecks, sondern die sind halt, die haben alle einen coolen Twist. Also ich meine, wir werden heute nicht so viel auf die Regeln eingehen von Magic, weil da könnten wir, glaube ich, 10 Videos drüber machen. Ja. Ja, die groben Regeln werde ich jetzt gleich nochmal erklären. Ja, okay, aber nicht viel mehr weiter. Oder? Ja, genau. Also was es für Archetypen gibt, wie die ganzen, was es für Kombos gibt und sowas, dafür haben wir nicht genug Zeit. Ich würde einfach mal Hearthstone als Aufhänger nehmen. Ja? Also ich vergleiche jetzt ein paar Dinge mit Hearthstone, die anders sind, weil das wahrscheinlich die meisten von euch da draußen schon mal gespielt haben. Außer ihr seid so alt wie wir und habt damals, bevor es Yu-Gi-Oh! Gab, schon Magic-Karten gehabt. Und zwar hat man keine Mana-Kristalle, sondern Mana, das man auf der Hand haben muss. Und anders als bei Mulligan, bei Hearthstone, kann man nicht einzelne Karten wegklicken, sondern man muss die ganze Hand ablegen und dann 6 Karten statt 7 Karten ziehen und so weiter. Dann 5 Karten und dann ist man irgendwann am Arsch. Das hier sieht aber jetzt ganz okay aus. Ich denke mal, das reicht, um den Christian damit fertig zu machen. Ja, vor allem, weil ich schon direkt eine Karte weniger habe. Ist das kacke. Echt, musstest du schon einmal neu nehmen? Okay. Ist eigentlich, in der Regel einmal ist jetzt nicht so schlimm. Vor allem, wenn man einen Turn Womp Drop hat. Fuck. Und da habe ich direkt... Okay. Also, man kann pro Runde eins von diesen Mana-Dingern legen. Das hier kommt getappt ins Spiel, das heißt, ich kann es nicht benutzen. Das ist der Nachteil davon, dass es direkt zwei Farben bedient. Der Christian hat jetzt schon zwei auf dem Feld. Der kann aber mit denen nicht angreifen, weil das Defender sind. Das ist das Tag von denen. Und er kann aber angreifen, wenn er den equipped oder enchantet. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich noch sehen. Das wird mir dann jetzt schon nicht gefallen. So, also ich habe jetzt 2 Mana und kann alles spielen, was 2 Mana kostet. Das muss aber jetzt hier bei dieser Karte, die Christian jetzt gleich sehen wird, ich zeige gerade kurz mit dem Finger auf die Karte. Mhm. Das macht halt gar keinen Sinn, mit dem Finger auf die Karte zu zeigen. Ja, also für die hier brauche ich ein schwarzes Mana und ein anderes Mana, da ist die Farbe egal. Und das hat einen Effekt, den werde ich euch jetzt erklären. Wenn ins Spiel kommt, kann ich mir die Karte von Christian nämlich angucken. Toll. Und theoretisch könnte ich mir ein Spell davon runternehmen. Das, ja, er hat aber keinen. Das ist sehr traurig. Ah, ich habe sehr schöne Karten. Ja. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, es gibt Creature-Cards, die landen auf dem Feld. Die haben diverse Effekte. Die von Christian zum Beispiel hat First Strike, Vigilance und Lifelink. Das ist ziemlich krass. Relativ. Die kann noch ein bisschen mehr. Ja, also. Equipment Spells kosten weniger. Ich rush mal kurz durch. First Strike. Oh, das ist schwierig, wenn man den Kampf noch nicht erklärt hat. Warte, ich mache erstmal meinen Zug. Was haben wir denn hier?
Also generell kann man sagen, dass die Fähigkeiten bei Magic viel komplexer sind als bei Hearthstone oder ähnlichen Kartspielen, wie Gwent zum Beispiel. Wichtig ist noch gerade kurz, der Typ, den du gerade gespielt hast, der fliegt. Genau, also der kann nur von anderen Fliegenden geblockt werden oder von Kreaturen, die Reichweite haben, so heißt das. Prinzipiell, auch anders als bei Hearthstone, gilt, ich kann jetzt nur sagen, hier, ich möchte mit diesem Flieger angreifen. Also ich sag nicht, wie bei Hearthstone, pass auf, der greift den an, der greift den an, sondern ich sag nur, pass auf, der greift jetzt Christians Lebenspunkte an und er könnte sich dann, hätte er einen Flieger, entscheiden, okay, nehme ich den Schaden oder blocke ich halt. Und das ist dann Und aber wie. Ja. der nächste Punkt, anders als bei Hearthstone, wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen und unsere Kreaturen sterben dabei nicht, dann regenerieren die ihre Leben wieder komplett. Bei Hearthstone ist das ja nicht so. Da kannst du Ach quasi so. einen richtig starken Mob, kannst du halt Stück für Stück für Stück kaputt Genau. machen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme auch gerade kurz untergegangen ist. Er hat gesagt, dass die Leben sich wieder regenerieren. Das ist gerade kurz abgehackt gewesen. Kann sein, dass das wegen Discord war. Ja, nicht so schlimm. Und was auch noch geht, ich könnte jetzt hier mit einem blocken, dann wird meine Kreatur natürlich sterben. Ich würde aber keinen Lebenspunkteschaden bekommen. Ich kann aber auch mit mehreren blocken. Das ja, macht jetzt hier an dieser Stelle keinen Sinn. Ich nehme erstmal den Schaden. Besser ist. So, ja, jetzt kurz. Normalerweise, wenn jetzt diese Kreatur hier, ich zeige gerade auf deine First Strike Vigilance, Lifelink, was weiß ich alles. Und meine 2-2er-Kreatur hier, wenn die jetzt gegenseitig ohne irgendwelche Fähigkeiten kämpfen würden, würden beide sterben, weil die zwei Leben haben und zwei Schaden machen. Weil der First Strike hat von Christian, macht er den Schaden aber zuerst. Das heißt, meine Kreatur wäre tot, ohne dass sie selber Schaden machen könnte. Vigilance bedeutet, dass sie nicht tappt, wenn die angreift. Normalerweise habt ihr eben gesehen, bei Mana wird ja auch so getappt quasi, wenn das quasi unbenutzbar wird. Und Lifelink Mein Alti bedeutet, zum Beispiel. genau, der ist gerade getappt. Und Lifelink bedeutet einfach nur, dass er Leben, wenn er Schaden macht, kriegt er den gleichen. Den Schaden als Leben zurück, ist ja selbsterklärend. So. Ja, Und also wenn man gegen den. getappt ist, kann ich auch nicht blocken mit der Kreatur. Genau, wichtig zu sagen. Also, wie ihr seht, das ist alles so ein bisschen komplizierter, ist nicht mal eben so schnell erklärt. Ich werde jetzt zwei Karten ziehen. Ich Und muss muss dazu eine auch davon sagen, abwerfen. ich finde, das Tutorial hier bei dem Spiel ist auch nicht hundertprozentig gut. Da kann man besser in einen lokalen Magic Store gehen, das kann man online relativ schnell rausfinden. Das stimmt. Und kriege da einfach ein Gratis-Deck mit den Regeln und kann das dann einfach besser spielen. Das ist Also richtig. das macht auch richtig Bock, muss ich sagen. Also, und die Community ist meistens sogar gar nicht so salty unterwegs. Nee, also das stimmt. Wenn man im Store geht und Anfänger ist, dann sind die eigentlich wirklich sehr hilfsbereit. So, jetzt zeige ich euch noch eine Fähigkeit, und zwar Flash und Death Touch. Der Touch ist gut, der Touch. Flash bedeutet, ich kann die Karte auch im gegnerischen Zug spielen. Das geht bei Kreaturen nur, wenn sie Flash haben, wie gerade schon gesagt. Es gibt aber auch Instant, also Sofortzauber. Die kann man auch im gegnerischen Zug spielen. Das ist halt auch was ganz anderes. Und ja. Target Oh Gott, es Attack. gibt so Ach, viele fuck, Regeln, ne? Attacking Creature. Ja, okay, das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich dachte, ich könnte dem jetzt Death Touch geben. Diesem 1-1er könnte damit blocken und deiner will Das sterben. wäre mega gut. Aber weil das nicht geht, lasse ich den Schaden jetzt doch durch. Rip me. Ja, aber du hättest doch den 4-5er kaputt machen. Ja, aber dann wären drei von meinen Creatures kaputt. Hey, du hast Death Touch, du hättest ihn einfach nur blocken müssen. Ajo. Ja, okay, guck mal. Fuck. Ich dachte so, Anfängerfehler. okay, der ist jetzt kaputt. Ja, gut. Ja, okay, warte, dann mache ich das aber so. Der geht mir nämlich um Sack. Ja. Jetzt hätte Dann ich auch gibt es wieder noch den einen anderen von kaputt den gemacht. Scheusalen hier. Zack Ja. Oh und Gott. zack. So. Man muss dazu sagen, es gibt fünf verschiedene Farben. Genau, Und stimmt. diese Farben, die haben alle einen ganz eigenen Spielstil. Also das finde ich ist auch noch ganz cool. So ein bisschen vergleichbar wie die Charaktere bei Hearthstone, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
Also schwarz ist halt viel so Zombie-Gedöns, ein bisschen Kram aus dem Friedhof wieder rausholen, blau ist mehr Und den so. Gegner auch nerven durch Töten, also durch sowas wie Death Touch oder Murder, was du gerade gespielt hast, das ist auch sehr typisch Ja, schwarz. genau. Also so Removal generell. Ja, Removal. Ja, also es ist Nein. ganz schwer. Es gibt halt genau wie bei Hearthstone so einen Standardblock, also bestimmte Reihen an, also Serien an Karten, die zugelassen sind. Dann gibt es noch einen Modern-Block, der ist noch größer, also der gibt aber noch längere Jahre. Und dann gibt es auch Legacy, da sind fast alle Karten aus allen Sets drin. Aber da blickt schon keiner mehr durch, weil Magic gibt es seit den frühen 90ern oder 89 sogar, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall schon arschlange. So, Ja, jetzt und habe vor ich. allem, wenn du Legacy spielen willst, dann zahlst du dich auch dumm und dämlich im Zweifel, ne? Also, wenn du da ein gutes Deck haben willst. Ich meine, auf der anderen Seite Standard musst du halt, weil Standard wird halt jedes 3 Monate kommen neue Karten. Dann wird immer dein Standarddeck halt alt und du brauchst ein neues. Da zahlst du dich dann langfristig auch dumm und dämlich. Was ist denn Raid? Dass es ein Effekt, der ausgelöst wird, wenn ich mit einer Kreatur angegriffen habe. Ich durfte mir jetzt die oberste Karte angucken und die auf die Hand nehmen und dafür die Leben zahlen von seiner Converted Mana Cost. Ja. Also zwei in dem Fall. Junge, wie viel hast du denn davon? Von diesen Kack-Enchantments? Ich glaube, ich hätte das nicht auf den gepackt, weil hättest du das auf einen von den Druiden gepackt, hättest du jetzt noch einen 3-3er-Token bekommen. Du hast vollkommen recht. Tja, Christian, so schnell kann es gehen, wa? Das ist nicht schlimm. Ja, sieht nämlich insgesamt nicht ganz so rosig aus. Mal so und so. Tut mir übrigens leid, falls ihr mein Schniefen ein bisschen hört. Ich bin noch ein bisschen erkältet. You may return. Haha, okay. Pass auf, ich mache jetzt diesen hier. Das bedeutet, ich kann den Raid-Effekt auslösen von dieser Karte und kann dir deinen Novice Knight wieder auf die Hand zurückgeben. Und weil ich das tue, geht dein Enchantment flöten. Zack. So nämlich. Oh, das ist aber frech. Ja, drehe ich den Spieß vielleicht doch noch um. Nein, glaube ich nicht. Nee? So, wie viele habe ich? Drei noch. Mit drei Mann. Oh, was? Oh, nee. Christian, was soll das denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, du kannst mit dem, solange der kein Enchantment hat, kannst du mit dem nicht angreifen. Loser. Ach ja, komm, Christian, hier. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. So, Ich block jetzt mit allen dreien. jetzt wird's kompliziert. Jetzt muss ich nämlich die Blocker sortieren. Genau, also er kann sich jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge. Obwohl, nee, das ist bei denen egal, weil die haben genauso viel Leben alle zusammen wie du Attack hast. Das heißt, die sterben eh alle drei. Normalerweise könnte er sich jetzt aussuchen, wenn es zwei Kreaturen sind, die jetzt zum Beispiel drei, nee, beide höher als vier oder so gehabt hätten, dann hätte er sich jetzt eine aussuchen müssen, die stirbt. Genau. Also jetzt kann ich noch was ganz Gemeines machen. Nicht eine Ja, du hast ja Kreatur. relativ viel Mana, ich leider nicht. Ja, ich habe hier eine Kreatur, die eine Kreatur von irgendeiner wieder auf die Hand zurückgibt. Und wenn man das auf Tokens macht, weil das ja keine Handkarte ist, dann wird das einfach zerstört. Das klingt cool. Ja. Da kann Christian leider nichts gegen machen. Da kann ich ja nichts gegen machen, das stimmt. Man sieht jetzt schon so ein bisschen, wir haben beide keine Karten mehr. Das ist eigentlich nicht so gut. Ja, aber für mich ist das okay, weil ich habe ja wenigstens noch Kreaturen. Ach Das shit, habe ich der fliegt ja gar nicht. nicht verstanden. Oh, guck mal, ich bin wirklich ein sehr, sehr, sehr durchdachter Spieler normalerweise. Und weil ich jetzt hier die ganze Zeit mich fusselig rede, weil es kommt da nur Scheiße bei raus. Kacke. Uff. Also, ich habe jetzt aber quasi doch nur Runden. Ja, das ist natürlich ganz bitter, dass du jetzt davon noch einen gezogen hast. Ja, vor allem fliegenden, den du nicht blocken kannst. Ja, genau, das ist wirklich das Problem.
wäre ein Problem gewesen. Der, wenn du Mana hast. Na scheiße, ich habe schon wieder einen falschen genommen. Nee, ich glaube, das war sogar die bessere Nee, das war Variante. ziemlich klug sogar, ja. Stimmt. Fuck. Der hat Vigilance auch noch. Und Lifeling, ja, Ja, okay. Eigentlich, ja. ja, du hast. Eigentlich hast du verloren, je nachdem, was du Ja, gleich ich ziehst. kann hoffen, dass ich noch einen Mörder ziehe oder so. Nee, ich ziehe noch einen Mana. RIP. Ah, ja, gut, Ja, das komm, kann sein. Christian, ich lass dich auch angreifen. Ah, das ist fair. Das ist fair. Komm, ich spiel's aber seriös zu Ende. Oh. Komm. Ja, komm, ich block nicht. Das hätte mir jetzt eh nichts mehr gebracht. GG, GG. Ah, danke, danke. So. Und es macht halt einfach wirklich Spaß. Wir haben im Vorgespräch gerade auch schon so ein bisschen gesprochen. Es ist halt sonst, in echt ist es immer eine riesen Herausforderung, Magic zusammenzuspielen, weil Ja. du musst erstmal die Karten haben, da musst du dich treffen und dann dauert so eine Runde echt lange und das ist hier einfach, es ist super smooth. Es macht einfach, es funktioniert einfach. Was Es gab mir. vorher schon ein paar Apps, die waren alle scheiße im Verhältnis. Das ist wahr. Und was mir aufgefallen ist, ich habe alle meine Freunde dazu gebracht, jetzt wieder mit Magic, also jetzt mit MTG Arena anzufangen. Und wir haben so Bock auf Magic gehabt, dass wir uns nochmal getroffen haben zum Draften. Da baut man sich quasi aus Boostern ein Pack. Also Ah, macht richtig Spaß, man ja. sitzt in der Runde, jeder hat drei Packs, jeder macht das erste auf, man nimmt sich eine Karte, gibt das Pack weiter und so weiter und hinterher muss man dann halt daraus sich ein Deck bauen, gegeneinander kämpfen. Und was mir dabei aufgefallen ist, was du halt nicht hast, wenn du das am PC spielst, natürlich ist der soziale Aspekt dann weniger, ne? Man sitzt nicht in der Runde und so, aber du Ja. musst dein Deck die ganze Zeit selber wieder neu mischen. Du musst bei Effekten, die irgendwelche Karten wieder in dein Deck reinräumen und dann sagt, misch dein Deck, das musst du alles manuell machen und es dauert einfach viel, viel länger, als wenn das ein PC mal kurz für dich macht. Ach, das ist so schön, ja. So, Chris, ich suche mir ein anderes neues Deck aus. Ja, wir machen noch eine Runde, Ja, gut, oder? eine Runde machen. Okay. So, du hattest grün-weiß, ja? Dann nehme ich das Ja, ich. nicht. Ich nehme auch noch Warte mal mal. was anderes. Was ist denn? Was ist denn? Komm, ich nehme mal hier das Zauberdeck. In Ich nehme mal ro Anführungszeichen. rot-schwarz. Ja, ich habe jetzt Rot-Blau. Vielleicht sollte man kurz sagen, grundsätzlich gibt es gar nicht so viele verschiedene Kartentypen. Also es gibt Mana, wie ihr gesehen habt, ne, um halt Karten spielen zu können. Es gibt Kreaturen, die auf dem Feld landen. Dann gibt es Hexereien bzw. Sorceries, die kann man nur in seiner Runde spielen. Dann gibt es Instants bzw. Spontanzauber, die kann man in seiner Runde spielen, aber auch in der Gegnerrunde. Was gibt's noch? Enchantments bleiben hier so auf dem Board liegen. Das ist das, was Christian eben hatte, um meine Creature zu exilen. Das bedeutet halt nicht auf dem Friedhof, sondern halt komplett raus aus dem Spiel. Aus dem Exile kann man mit anderen Karten eigentlich keine Karten mehr zurückholen, sondern nur vom Friedhof. Und dann gibt es noch Planeswalker, das sind so seltene, starke Karten, die muss man aber nicht erklären, weil die in den Standarddecks nicht drin sind. Das ist dann auch ein bisschen fortgeschritten schon, würde ich sagen. Du kennst aber Im Planeswalker, oder? Standarddeck sind Planeswalker auch schon drin. Ich habe letztens noch einen gezogen. Ja, die sind schon da drin, aber jetzt Ach so, in den Decks, die wir haben, nicht. Ja, genau, in das den stimmt. diesen vorgefertigten Decks sind die halt nicht mit drin. Das stimmt. Ja, also ich lege. Schwierig. Ja, nö, ich warte eine Runde. Das macht mir Sorgen. Eigentlich will ich die noch nicht, aber die muss. Jo. Das Ding ist, ich weiß, dass du blau hast und du hast zwei blaue da noch offen liegen. Das heißt, du hast irgendeinen Spell, den du jetzt um die Ohren hast. Ja, richtig. So, das ist halt klassisch. Kannst du den wieder auf die Hand nehmen? Es gibt halt auch so ganze Archetypen an Decks, die nennen sich Control Decks. Das ist auch das, was ich am liebsten spiele. Man verhindert quasi die ganze Zeit, dass der Gegner überhaupt erst Creatures aufs Board legt und irgendwann kommst du dann mit dicken Creatures oder Planeswalkern, wie eben schon gesagt. Und ja. So, dann remove ich aber jetzt noch den. Dann spiele ich noch den.
Oh Gott, ich hasse Blau. Der hat Haste, weil ich zwei oder mehr Instant- oder Sorcery-Karten auf dem Friedhof habe hier. Und plus 1, plus 0. Und dann bist du dran. Das könnte schnell zu Ende gehen. Goblin. Den kennen wir doch. Ne? Ja, weiß ich auch nicht, wo wir den hier kennen. So, hier ist noch einer von denen. Das ist natürlich praktisch, dass du jetzt schon zwei auf dem... Ja, ah, da ist das Deck auch drauf ausgelegt, ne? Ja. Und das meine ich, das ist ja auch so ein Gratis-Deck gewesen, ne? Und das ist einfach cool. Ja, das stimmt. Und auch generell, klar, wollen die irgendwo von leben und Magic ist bekannt dafür, dass es vor allem kein billiges Spiel ist. Und ich würde sagen, man kann als Free-to-Play-Spieler bisher auf jeden Fall gut mithalten. Es braucht ein bisschen Anfangszeit, bis man sich ein vernünftiges Tier-1-Deck, also ein Deck bauen kann, womit man halt auch gegen andere Standard-Decks die guten oder beziehungsweise die besten gewinnen kann. Aber man kriegt das hin und der Grind da ist halt nicht so scheiß wie bei Hearthstone, weil du nicht einfach gestompt wirst, sondern es gibt im normalen Ladder-System, glaube ich, sogar eine Mechanik, dass du gemessen an der Seltenheit der Karten, glaube ich, also die besten Karten sind Rare und Mythic, das sind hier rechts das M19-Symbol, das ist jetzt hier auf dem Gutter-Snipes, das gerade so also silbern, das ist eine Uncommon, dann gibt es Commons, das sind die hier. Dann gibt es Rares und Mythics und es gibt so Wildcards, womit man dann die Karten sich aussuchen kann. Du kannst quasi Karten craften, ähnlich wie bei Hearthstone, aber halt eben doch nicht so ähnlich wie bei Hearthstone. Eigentlich ganz anders. Ist eigentlich auch mega schwierig, das jetzt gerade mal kurz zu erklären. Aber du wirst halt gematcht, du wirst halt, wenn du die Anfangsdecks spielst, dann spielst du hauptsächlich gegen andere Spieler, die auch die Anfangsdecks quasi spielen. Also muss ich auch sagen, bisher macht das meistens Spaß. Also man merkt schon, wenn einer einfach ein viel, viel besseres Deck hat, dann hat man in der Regel keine Chance. Ja. Aber aktuell, finde ich, ist das alles noch fair. Ja, das ist auch schon so eine heftige Goblin-Armee, die du da jetzt aufgebaut hast, ne? Muss man schon sagen. Ja, gerade ist ganz nett. Mhm. Vor allem, er kann Goblins töten für 2 Mana und dann macht er 2 Schaden auf jedes Ziel. Das heißt, potenziell auf alle meine Creature? Ja, aber deine Creature sind es halt eigentlich gerade nicht wert. Weißt du? Ja, das ist wahr. Aber du könntest halt... Also ich weiß nicht, angreifen, um jetzt mal... Wegen mit, nee, ich könnte auch angreifen. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mit allem Mann einfach volle Kanne draufgehe. Also ich würde mit dem Siege Commander nicht unbedingt angreifen zum Beispiel, weil du den Effekt nutzen kannst. Also du willst den Effekt hauptsächlich natürlich nutzen, du willst nicht, dass das gewastet wird. Und dieser Brawl Bash Ogre, hast du das eigentlich auf Deutsch? Gibt es das schon auf Deutsch mittlerweile? Ich spiele es auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt. Ah, okay. Ich sehe schon die Kommentare wieder, ja, ich kann nichts lesen, ist schon blöd, aber ich weiß gar nicht, ob die das schon lokalisiert haben. So, was jetzt richtig gut ist natürlich, der kann mit diesem Vieh hier, kann der immer, wenn der angreift, also jetzt, kann er eine andere Kreatur töten, also von seinen eigenen. Und dafür kriegt der +2/+2 bis zum Ende der Runde. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Jetzt gerade. Das triggert jetzt automatisch. Wenn du jetzt auf Attack drückst, ach so, okay. Dann kommt ein Stack, ein Effekt auf den Stack. Das ist das, was ihr rechts seht. Ja. Und man kann immer bei Magic, das macht's komplexer, man kann immer auf diesen Stack noch Karten legen, solange man Mana hat und Karten, die darauf reagieren können. Ist jetzt in dem Fall nicht der Fall. Ja, komm, also das hier muss ich unterbinden. Und ja, die anderen nehme ich erstmal. Jetzt in dem Fall kann er sich aussuchen, ob er einen von denen und ihn hier töten will. Bei die beiden töten will, aber einer von denen überlebt auf jeden Fall, weil die zusammen mehr Leben haben als Angriffskraft dieses hässlichen Ogerviechs. Was gut funktioniert auch mit dieser Karte zum Beispiel, da kann man jetzt sowas wie eine kleine Combo sehen. Der könnte halt auch hier dieses Skelett sacrificen, um den zu pumpen.
Doch, doch, so, für, ja, mit doch, dem ja, Ogre doch, ja. schon. Und das kann er für 2 Mana immer wieder vom Friedhof aufs Feld zurücklegen. Das heißt, Ich habe noch unlimited. eine andere. Ich habe noch eine andere Karte. Ja, Unlimited, bis ich kein Mana mehr. Ja, genau, klar. Du kannst ja Ich eh habe noch noch eine immer. andere Karte, die ist hier ein bisschen der Go-To-Guy von dem Deck. Das ist nämlich der Rabe, den du mir schon zerschossen hast. Der wird jedes Mal plus eins. Ja, deswegen habe ich den auch natürlich auch schon direkt weggeschossen. Der Genau, ist hier im nee, ich wollte es Friedhof. mal halt erklären, weil der ist halt wirklich, wenn ich hatte hier schon mal zwei, drei Ja. von diesen Skeletons. Und dann hatte ich halt echt, also das war eine Riesenarmee. Und dann hatte ich noch irgendwie ein Enchantment, dass ich dann immer neue 2-2-Token-Zombie kriege oder so. Das war ziemlich cool, ey. Dann hatte ich dann immer 20 Kreaturen auf dem Deck, auf dem Feld. Ja, das stimmt. Also hier habe ich, ich habe gerade noch mal deinen Friedhof offen. Das hier, der hier kriegt nicht bis zum Ende der Runde was dazu, sondern einen Counter. Und das heißt, der bleibt darauf liegen. Das heißt, die wird irgendwann einfach richtig dick. Und wenn man die nicht removed, dann, also so früh removed, wie ich das direkt gemacht habe, dann kann man das eigentlich direkt vergessen. Das ist natürlich richtig kacke, weil das ist so, das hier ist so die eine der stärksten Karten aus diesem Deck, weil die wird immer stärker, je mehr Instant- oder Sorcery-Karten auf dem Friedhof landen. Ja, jetzt mache ich halt nicht mehr so viel. Außer ich ziehe noch eine davon. Ich weiß gar nicht, wie viele davon hier drin sind. Ich habe auch ein Standarddeck, wo ich 4 davon reingepackt habe. Stimmt, das haben wir auch noch nicht erwähnt. 60 Karten sind hier im Deck. Und man kann 4-mal die gleiche haben. Auch ein bisschen anders. Was ist denn das hier für ein zaghafter Angriff, Christian? Was soll denn das? Ja, ich weiß gerade noch nicht Ich so habe ganz, wie. kein Mana mehr. Ja, aber den hier darf ich nicht opfern. Ja, das stimmt, okay. Der gibt allen Den anderen kann ich Goblins opfern. hier +1/+1, den will man tatsächlich nicht opfern. Ja, so langsam wird die Luft eng bei mir. Ich bin froh, dass du nicht so viel blauen Quatsch hast, ey. Ja, ich habe halt auch nicht so viel Mana, ne? Ich kann halt eine Karte von meinen Karten spielen pro Runde. Und so langsam. Ist mir noch egal. Ja, ich glaube, das ist ziemlich. Zum Beispiel könnte hier noch 3. Komm, hier. Also hier habe ich eine Karte, das X. Das heißt, ich kann beliebig viel Mana tappen dafür. Ich habe aber maximal nur 3, wenn ich hier das abziehe. Ich mache das jetzt trotzdem mal, um ihn hier zu töten. Damit die anderen weniger Angriffskraft kriegen. Außer du kannst irgendwas dagegen tun, kannst du? Nee. Nee, mit Rot, was soll ich da machen? Okay. Ja. Angreifen kann ich nicht, weil dann sterbe ich. Das stimmt. Piep, piep. Warte mal, muss ich jetzt. Ratter, 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 ratter. Was macht der Christian bloß? Ah, da, jetzt habe ich es. Wofür überlegt er so lang? Warum? Hä? Ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Was hast du falsch rum gemacht? Na, warte mal. Ah, jetzt. Ich habe falsch rum geklickt. Ich habe erst den angeklickt, der sacrificed werden soll. Ja, okay. Das kann schon mal vorkommen. Ja, Christian, ich würde sagen. Es wird schwer, es wird schwer. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende, also. Also ich kann noch den legen. Ja, das reicht ja jetzt schon, um eine Ja. Runde länger. Spoiler, ich kann dir noch eine Karte auf die Hand zurückgeben. Habe Das ich mir macht gedacht. natürlich am meisten Sinn, wenn ich das bei dem Siege Gang Commander machen würde, aber wenn der wieder ins Feld kommt, dann hast du wieder 3 neue Tokens. Das will ich also eigentlich nicht. Dann Ja. würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, den hier, die sind Yeah.
unternehmen, weil sonst wird der ja. Ja, mach ich auch. So, dann schauen wir mal, ob wir noch was geschissen kriegen oder ob es das war. Das ist das Ding, also ich kann klappen, ne? Ja, wobei. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendeine Karte drin ist, die alle, die Schaden auf alle macht. Ich glaube nicht. Warte mal, ich kann es einfach machen. Ah, nee. Doch, ja, doch, du kannst gewinnen. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch rum gemacht. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Also es ist halt wirklich sehr komplex, wie schon gesagt. Also manche Karteninteraktionen miteinander brauchen ein bisschen Feingefühl. Man muss dann halt so Pfeile hin und her ziehen, was reagiert jetzt auf was und so. Das ist halt eben, oh Gott, meine Nase läuft. Ja, warte, ich rede gleich weiter. Ich muss mir mal kurz die Nase abwischen. Jetzt sieht man hier nochmal kurz, er hat jetzt, für diese Runde hat er noch 1-1 und ich kann jetzt halt nochmal, ne, kann ich nicht, ach shit, das war ja dumm, wobei eines war nicht ganz. Hey Christian, du hast es voll verkackt. Nee. Du hättest einfach 2 Schaden auf mich machen können, du greifst mit beiden an, ich kann nur einen. Nein, to any target. To any target, okay, da habe ich es falsch gelesen. Ja. Naja, gut, das Ding ist so oder so, der hier stirbt jetzt. Ja, also verlieren tue ich sowieso. Klar, das ändert jetzt nichts am Outcome, aber. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, gut. Dann weiß, jetzt vielleicht ändert es schon. Nee, ich kann nichts machen. Ja, Christian, das war auch schon eine halbe Stunde. So schnell vergeht die Zeit. Ja, war sehr schön, hat Spaß gemacht. Ja. Also, Leute, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich meine, es kostet überhaupt nichts. Ihr könnt euch das jetzt runterladen. Ihr könnt zumindest das Tutorial mal spielen. Es ist im Moment nur verfügbar für den PC. Das ist ja für viele von euch leider schon ein K.O.-Kriterium, so wie ich immer das Gefühl habe. Aber ich finde es wirklich sehr cool. Für mich der einzige Grund, warum ich meinen PC anmache. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob Portierungen geplant sind. Wie gesagt, es ist halt noch gar nicht released. Es gibt hier schon einen Shop, wo man hier Gems kaufen kann. Ich zeige euch jetzt nicht, wie viel das hier wert ist. Um Karten zu kaufen, es gibt halt noch hier so ganz viele Sonderevents. Das hier ist so ein bisschen was wie ein Brawl. Hier kann man zum Beispiel nur Decks spielen, wo jede Karte nur einmal drin vorkommt, außer Länder natürlich. Dann dieses Draften, was ich eben erklärt habe, wo man halt aus Packs einzelne Karten pickt, sich daraus ein Deck bauen muss. Hier kann man dann ganz normal mit seinem Standarddeck spielen. Bis 7 Runden, wenn man dreimal verliert, ist man draußen. Das kostet Gold. Gold kriegt man durch Dailies. Das ist natürlich genauso wie bei anderen Kartenspielen halt auch. Und so andere Belohnungen. Es gibt, jede Woche kann man für 15 Wins 3 Packs holen sich. Und man kann halt auch wirklich schon eine ganze Menge machen, ohne da wirklich Geld rein zu investieren. Ich habe das auch nur gemacht, weil ich mehr als 1 bis 2 Standarddecks, die viable sind, spielen wollte. Und weil ich halt wirklich, wirklich viel Magic spiele einfach. Ich habe das Spiel, das seit Januar bin ich schon da drin. Und also ich kann es nur empfehlen, der Christian auch. Wenn ihr Hearthstone Light seid und ihr ein bisschen was Komplexeres wollt, es macht halt auch immer Spaß, sich in so ein neues Spiel irgendwie reinzufummeln, finde ich. Und neue Mechaniken kennenzulernen, vor allem bei Kartenspielen. Es gibt halt tausende Effekte und tausende Texte auf diesen kleinen Karten, die halt nochmal anders sind als andere. Und bei, anderen Spielen ist es halt nicht ganz so. Wie auch immer, Christian, das war mir ein Vergnügen. Ja, sehr viel Spaß haben wir. Wenn euch das gefallen hat, ich spiele wirklich sehr, sehr gerne Magic. Wenn ihr Bock habt, da mal gegen mich zu spielen in einem Livestream oder so oder noch ein Video sehen wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil da habe ich wirklich Bock drauf. Das ist auch was ich gerne regelmäßig machen könnte, sofern ich denn die Zeit habe. Und ansonsten war es das von uns. Christian, möchtest du noch was sagen? Magic ist geil. Damit können wir aufhören. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, morgen, wie auch immer. Genießt euer Frühstück, Mittag, Abendessen, wie auch immer. Und haut rein. Haut rein. Wenn ihr wissen wollt, was im Dezember noch so rauskommt, dann könnt ihr unten das andere Video klicken. Das sind unsere Releases für Dezember. Da ist eine ganze Menge cooler Spaß dabei. Und die News von Samstag von der VIO habe ich euch auch hier reingepackt. Haut rein.